Weiß nicht, ich hab irgendwann mal eins gehört, glaube ich, von dem, aber. Und der andere hieß Arsenium. Das kennst du ja an Blasphemie. Echt? Oh, Kräuter! So. Juhu. Jill kann sich wieder in einen Rausch versetzen. Richtig. Rausch? Du kannst. Na klar, was denkst du, wie die Dinge einnehmen? Entweder sie rauchen oder ziehen es durch die Nase. Was denkst du, warum das auf so einem. Reiben sich in ihrem ganzen Körper damit ein. Ja, genau. Du solltest übrigens ein einzelnes nehmen, mindestens. Ah ja, genau, wir haben ja noch eins. Ich höre Glocken im Hintergrund. Nein, das stimmt nicht. Wir sind im Game. Nein, definitiv nicht. Oh, wir können übrigens, um mal abzulenken, noch ein rotes Herb. Bleibt ja sowieso noch übrig. Ja. Das kann man dann noch mitnehmen direkt. Dann haben wir Herbs. Wenn ich Autotunes hätte, ne? Was? Wenn ich jetzt das Programm Autotunes hätte, ne? Herbs. So. Ist ja wirklich schon nice. Neun. Ja, ja, klar. Was gab's noch, warum der Glockenturm im Game gerade sich meldet? Wir sind nicht in Raccoon City. Ah ja, vielleicht hat Jill, ihre Zwillingsschwester, gerade schon mal die Glocken anläuten lassen. Verdammte Platten! Zwei! Noch diese grünen Kräuter! Komm, yeah. komm! Renn! Ist das überhaupt richtig dort? Nö. Nee, das ist nur eine Karte, da kommst du später aber noch hin. Also, bist aber falsch. Egal, ich hab ja Herbs. Warte, Moment. Und aus dem Lager da hinten nochmal zwei. So, oh, ich werd. Soll ich schon mal? Jo, besser ist es. Ich glaube auch. Da hinten lagen übrigens nochmal zwei, da kannst du ja! Das Wort noch verwenden. Ey, like a pro. Oder sind das Paue? Ja, aber genau. Kann man da hinten noch lang? Oder ist da nicht mehr? Da hinten ging's ja lang. Du hast ja die hier gefunden. Aber schon richtig da, ne? Ja, du warst schon richtig. Also, dort wo du jetzt gerade warst, kommst du später mit einem Fahrstuhl wieder hoch. Also. Okay. So was ähnliches. Ich warte noch, bis ich zum nächsten Savepoint komme irgendwie. Notfalls haben wir das noch. Richtig. Wir sind weg. Nein, nein, hast du die Positionen resettet. Ah. Das ist manchmal gar nicht mal so unpraktisch. Was, auf was für Positionen die wohl stehen? Na, sie sind Hunde, also. Die Grillen haben gerade ihr Übriges getan zu dem Kommentar. Ja. Ach, da war Grillen? Ja, ja, klar. Hört man gerade. Die Grillen. Hier können wir, glaube ich, nicht runter. Nein, da hinten musst du lang, du musst die Crank benutzen. Okay, Moment. Oh ja, crank that soldier boy up in there. Oh, watch me crank and watch me roll. You got Rick Roll. Schlecht. Jetzt kommst du nämlich da durch. Yay! Das Wasser läuft aber gegen Null. Ach was. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Knüpf. Slow Motion, nice, ey. Auf jeden. Es könnten jetzt Schlangen geregnet kommen, die du allerdings recht leicht unbeachtet lassen kannst. Es regnet tatsächlich Schlangen. Alles Gute kommt von oben. Ich glaube nicht, dass Schlangen so gesund sind. Ich glaube, wenn dir dann irgendwo in freier Wildbahn mal einer auf den Kopf fällt, würde dir das nicht gefallen. Aber die kann man ja, wie wir gerade gesehen haben, relativ leicht umgehen. Yep. Im Prinzip könnte man dies als. Hast du das Funkgerät? Nee, hast du nicht. Das Terry Funkgerät? Wir sind jetzt nicht beim Wrestling, obwohl wir darüber schon ausgiebig in Resi 4 teilweise diskutiert haben. Richtig, genau, also da auf jeden Fall mal reinschauen. Ja, aber das müsste ich erst noch. War da hinten noch irgendwas? Jo. Ja, da brauchst du dann. Ich glaube, da ist was. Entweder musst du da was einsetzen oder da ist was. Nee, da musst du was einsetzen. Also von daher
Da hinten siehst du so einen kleinen Kasten und da musst du eine Batterie einsetzen. Allerdings. Okay. Muss es da hinten jetzt irgendwo lang gehen. Ja. Jetzt dürftest du beim Bootshaus irgendwie sein oder so hieß das. Bootshaus? Bootshausschule? Mrs. Puff? Genau. Da waren grüne Kräuter um der Ecke, so, oder? Ich weiß, aber da kommen wir bestimmt nochmal vorbei. Da, ja. Da sowieso, weil da muss ich ja dann die Batterie dann einsetzen. Bestimmt Limit. Ja, eben. Deswegen habe ich mir auch gedacht, ich heb dir lieber mal auf, wenn ich wieder vorbeikomme. Ich hab noch kaum freien Space, glaube ich. Ja, du hast auch, glaube ich, nur. Du hast auch notfalls noch was, also von daher. Yeah. Du siehst die Statue, die brauchst du dann noch. Die bitte nicht. Du könntest deinen roten Kräutern vielleicht noch die blauen mit beimischen. Also, zumindest. Ja, machen wir mal. Jetzt. Sind auch für Vergiftung, glaube ich, ne? Blau ist für Vergiftung, ja. Ja, okay. Gibt's ja in den neueren Teilen dann nicht mehr. Zum Glück eigentlich. Naja. Das habe auch bei Resi 3 irgendwie besser gelöst und bei Resi 2, weißt du, da hast du direkt so eine Botanikfabrik da gehabt, falls du dich einmal. Weil es kann ja sein, dass dir die blauen Herbs ausgehen und du wirst nochmal vergiftet, weißt du? Mhm. Ja. Finde ich da ein bisschen besser gelöst eigentlich. Wo ist ein Safe Point? Wüsste ich jetzt gerade gar nicht. Allerdings, guck einfach mal in die Tür rein. Nein! Nicht dort lang. Nein, du. Ich hab's doch gerade schon gesehen irgendwie. Du gehst jetzt zurück. Okay. Hab nichts gemacht. Denn dort solltest du besser nicht lang gehen. Du hast ja die Statue, die solltest du auf das Loch schieben, weil ansonsten würdest du dort, glaube ich, entweder massig Schaden erleiden oder es wäre Instant Death. So. Ah. Und erste Hilfespray. Ja. Und, hier, Sprengmunition. Das ist gut. Wie so schön heißt. Jo. Yay. Ja, das ist schon mal gut, ja. Wir werden schon mal hier erstmal verstauen. Falls jetzt können wir ja auch direkt in die Kiste mit reinmachen. Ja. So. Ja, genau, die also eine Kräutermischung, wenn du sie mit hast, reicht, glaube ich, auch aus. Ey, upsa, Moment. Das war jetzt anders geplant. Die Crank könntest du, glaube ich, auch erstmal reinlegen. Yep. Momentchen, will ich die schon mal kombinieren hier? Na, komm. So. Also ablegen könntest du im Prinzip jetzt hier deine Munition, das erste Hilfespray und eine Heilung vielleicht. Und noch eine andere Heilung. Also die kommt auf jeden Fall weg. Genau, das kann auch oder, oder nimm dir gleich das erste Hilfespray mit, weil bei dem doppelten Grünkraut kannst du noch eins mitten reinmachen. Steh ich drauf. So. Ist sicher. Ja, deswegen habe ich es ausgewählt. So. Haben wir noch einen Ingripper noch direkt? Wahrscheinlich nicht, oder? Anscheinend nicht, ne. Oh, ich weiß. So. Schade. Oh, du hast ja aber. Hast ja noch genug Ingrippen. Dann safen wir hier direkt mal. Jo. Denn wir haben ja jetzt einiges erreicht. Vor allem am Anfang. Jo, auf jeden Fall. Also das müsst ihr erstmal hinkriegen, so viel in einer halben Stunde, also in der ersten halben Stunde zustande zu bringen. Ja, das schaffen nur wir. Ich glaube auch. So. Und. Open up the limit. So, dann hätten wir Resident Evil 1 für heute auch schon wieder geschafft. Ja. Sicherheit haben wir nochmal ein Safe State gleich hier. Kann ja sein, dass immer noch was passiert. Man weiß es ja nicht. So. Oh, das war eine wunderbare Session, würde ich mal sagen. Das werden wir dann ein paar Parts werden, die ich auf meinem anderen Kanal, glaube ich, hochladen darf, wegen Quiz Kiss My Ass Group Movies. Nee, Movie Group. Group Movies. Quiz Group Movies. Genau. Die gerne sich von Ululululululu ein bisschen begatten lassen. So. Das war's mit Resident Evil 1. Mit was es mit uns beiden dann weitergeht. Werdet ihr bei Germany's Next Male Top Model sehen oder, was wahrscheinlicher wäre, bei Resident Evil 4 oder eben wieder Resident Evil 1, je nachdem. Richtig. So. Ja. Ich hoffe, dir hat auch Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Wunderbar. Dann, wird dieser Spaß natürlich in den nächsten Parts nicht abklingen, die natürlich bald folgen werden. Mit dem L zu dem I only love all Asian ladies L to the G, liebe Mütter.
Und meldet dem euch. Lieben, genau, und dem lieben Mr. Chris Wesker, oh yeah. Bis und zum und nächsten und Mal. Yeah.